Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin total obsessed mit diesen Cleaning- und Aufräumvideos auf TikTok, wo alles dann da so schön aussieht und ich kann es kaum glauben, wenn ich das heute sage. Wir machen heute ein Bad-Makeover. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr dieses Video geguckt habt, wollt ihr auch anfangen aufzuräumen. Heute in diesem Video bin ich es gegen mein Badezimmer. Okay, wie ihr seht, brauche ich noch dringend ein paar Organizer, ein paar Körbchen, um meine ganzen Sachen wegzumachen. Also hier diese Körbchen, die sind noch schön, aber die muss ich nochmal ausmisten, weil die sind vollgestopft mit ganz viel Kram. Und ich wollte alles ein bisschen rosa machen. Ich war auch bei Ikea, da habe ich rosa Handtücher geholt, weil ich dachte, dann passt das zu meinem Zimmer. Und ich habe sogar schon eine rosa Kiste. Die habe ich zum Geburtstag bekommen, da waren Geschenke drin. Ich kann euch einfach mal zeigen, was ich bei Ikea geholt habe. Also zuerst habe ich mir so Kisten geholt, einfach in weiß, mit Deckel drauf. Und dann habe ich zwei Stück und noch hier zwei kleine davon. Und dann habe ich Handtücher geholt, ganz viele pinke. Das hier sind größere Duschhandtücher und das sind kleine fürs Gesicht und Hände abtrocknen. Hier sind noch mehr Handtücher drin. Und dann habe ich mir Duschschwämme geholt. Weil ich finde es auch schön, dass man das in der Dusche aufhängt. Ich hoffe, die verschimmeln nicht, aber die waren auch rosa. Und dann diese Zweige hier. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Pflanze das ist. Aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich so echte davon in die Dusche hängen, weil es so schön dann riechen soll. Aber das hat wahrscheinlich lange gehalten, deshalb hänge ich die jetzt einfach so rein. Und dann eine neue Badematte. Wer hätte gedacht, dass die auch rosa ist? Und dann hier noch ein Vergrößerungsspiegel. Den habe ich nämlich immer in Hotels gesehen und ich wollte dann unbedingt auch einen haben fürs Zuhause. Ich finde das voll praktisch. Und dann habe ich einen mitgenommen. Und hier noch so ein kleines Kistchen. Das Gute ist, die Boxen sind halt so schön stapelbar. Also man kann die so übereinander stellen und dann nimmt das nicht so viel Platz weg. Okay, jetzt muss ich mal anfangen. Okay, als erstes werde ich jetzt mal hier unten die ganzen Sachen aussortieren. Was wegkommt, kommt hier in die Mülltüte und den Rest werde ich schon mal hier in die Kisten einsortieren. Guck mal, jetzt räume ich hier meine Haarkiste auf, die ich nicht mal hochheben kann. Und habe schon direkt was gefunden. Das hätte ich endlich mal benutzen können für blondes Haar. Perfekt. Danke. Kurzer Zwischenstand, ich habe schon 1 Million Kontaktlinsen gefunden, wo ich dachte, ich hätte keine mehr. Jetzt habe ich schon 2 Mülltüten voll mit abgelaufenen Sachen. In der Badewanne ist noch einer. Jetzt bin ich ganz ein bisschen am Verteilen. Hier habe ich schon 1 Körbchen mit Haarsachen und den Rest muss ich jetzt noch irgendwie gucken, in welches Körbchen ich das irgendwie sortieren kann. Und ja, ich habe noch einiges zu tun. So Leute, ich habe meine Körbchen jetzt alle einsortiert. Hier habe ich mal meine Periodenprodukte drin. Da sind noch mehr, also da sind Tampons. Und hier habe ich in der Kiste einfach so ein paar Krimskrams-Sachen, weil ich nicht so wohin damit. Und hier auch, also ist alles so ein bisschen gemischt. Und da sind so ein paar größere Sachen. Dann habe ich hier unten drin so ein paar Packungen, die noch zu sind. Dann so ein paar Sachen wie so Zahnbürsten, so Bleis und so. Dann hier Selbstbräuner. Und da noch ein paar Sachen auch für meine Zahnbürste, Deo, Seife, Nachschub und sowas. Und hier, das ist alles eine Haarkiste. Dann habe ich hier in der Kiste für meine Haare, für die ganzen Lockenstäbe und so. Und dann hier sind so Kosmetiktäschchen alles drin. Und jetzt muss ich das hier alles abräumen, damit ich putzen kann. Ich habe noch ein Köpfchen gefunden. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt hier sonst Eingemachte.
der Fun Part, alles wieder schön aufbauen. Das passt jetzt auch schön hier rein. Das dauert jetzt lange, die ganzen Handtücher hier aufschneiden. Aber ich habe immer zu wenig Handtücher. Ich frage mich, wer die bei Ikea mal alle zugebunden hat. Vielleicht dauert das jetzt nicht so ewig lange, diesen Spiegel hier aufzubauen. Tada, man nennt mich auch Mami der Baumeister. Hier. Okay Leute, seid ihr bereit für die Final Room Tour? Düdüm. Auch in das Ambiente, okay? Also man kommt rein, dann ist hier mal ein schön gestapelter Handtuchstapel. Und dann haben wir hier meine Kerzen. Ich finde, das sieht... Oh mein Gott! Okay, Leute, passt mit euren Kerzen auf. Oh mein Gott, das stinkt jetzt so nach Kabel hier drin. Das ist Horror. Okay, die Leiste ist jetzt aus. Wir machen weiter. So, hier mein Spiegel. Hier habe ich jetzt so ein paar schöne Produkte hingestellt. Also ein paar pinke und dann da noch so ein paar, die ich als Skincare benutze. Hier habe ich meine Seife und so. Dann guck mal, wie schön das aussieht. Habe ich extra so ein paar farblich abgestimmte Produkte hingestellt, aber die benutze ich auch immer, also sieht schön aus. Und dann hier in meiner Dusche hängt jetzt hier diese zwei Zweige und da noch meine Schwämmchen. Und dann hier mein Skincare, wie nennt sich das? Organizer? Ich wollte gerade Skincare Fridge sagen, aber das ist mein Organizer. Da habe ich also Produkte reingestellt, die ich nicht hier hinstellen wollte. Hier sind jetzt so ein paar Haarschneideschärfe, Nagelfeilen und so, Pads. Hier sind Kontaktlinsen. Ich kriege nochmal einen kleinen Overview vom Waschtisch. Und hier unten drunter sind jetzt alle Körbchen. Hier sind die weißen. Ich habe nur auf alle den Deckel drauf gemacht, damit ich da direkt dran komme. Und hier habe ich jetzt meine Badematte. Die rutscht endlich nicht weg. Die hat so Noppen da drunter. Das ist voll cool. Dann hier mein Klöchen. So, ich hatte zum Klo. Hier habe ich jetzt meinen Schlafanzug aufgehangen, weil ich muss den jeden Tag immer suchen, weil ich so doof bin, den irgendwo am Platz zu räumen, wo ich den finde. Bademantel. Ja, das ist jetzt mein final Badezimmer, wie es jetzt aussieht. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Vor allem die Ecke hier so mit den Kerzen. Wenn sie nicht gerade irgendwas abfackeln. Okay, das war's mit meinem Bathroom Makeover. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich bin sehr zufrieden, dass ich das alles in einem Tag hinbekommen habe. Ich dachte, es würde viel länger dauern, aber jetzt habe ich alles eigentlich schön ordentlich. Und ich muss es jetzt auch einfach so lassen. Ich hoffe, es klappt besser als bei meinem Zimmer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch zusammen meinen Adventskalender auf. Ich glaube, ich habe es gestern auch nicht gemacht, oder? Lass mich mal gucken. 19. Was ist das? Ist das Lipgloss? Sollen wir mal drauf machen? Ich glaube, das steht mir nicht so. Oh mein Gott, ich sehe aus wie diese eine Hexe von Bibi Blocksberg. Kennt ihr die noch von früher? Wie heißt sie? Zickia oder so? Scheiße, jetzt habe ich alles voller Lippenstift. Okay. Wir machen es mal schnell wieder auf. Ab. Vorher hier noch Screenshots von mir machen. Und das war's mit meinem Video heute. Ihr könnt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und gerne ein Abo da lassen, Leute. Verpasst ihr kein weiteres Mal wieder mehr. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Adios.